wahrscheinlich überall nur die Sanitärbereiche hinten sein. Ja, Duschen, Waschbecken, überall noch Betrieb. Müssen wir also gleich erstmal Taschenlampe ausmachen. Oh, hier riecht es nach Desinfektionsmittel. Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sind wieder auf kleiner oder mehr gesagt auf großer Lost Place Tour. Sind ein Stück rausgefahren aus Berlin, Berliner Umland, Brandenburg. Ja, sind an einem Ort, wo wir Anfang des Jahres schon mal waren, wo wir eine Schule, Tonhalle und wahrscheinlich ein Bildungszentrum besucht haben, sind wir heute normal und werden uns dazu heute einfach mal die Labore anschauen, vielleicht noch den Schlachtbetrieb. Müssen wir mal schauen, was wir alles noch so finden. Auf jeden Fall stehe ich schon mal vor dem einen Gebäude. Die anderen Gebäude sind für mich gerade noch im Hintergrund. Sind ein paar, ein paar Paintballer drin oder Software-Spieler drin, waren auf jeden Fall zu hören. Und wir werden aber trotzdem die anderen Gebäude mal durchschauen. Vielleicht wird es ein, vielleicht werden es zwei Videos, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall starten wir erstmal voll rein ins Video und los geht's. Ja, im Hintergrund zumindest ein Gebäude zu sehen, wo wir letztes Mal eigentlich rein wollten, aber nicht reingegangen sind. Jetzt sind die Software-Spieler drin und wir werden uns hier drüben das Gebäude und noch einige andere mal anschauen. Wie gesagt, mal schauen, ob wir ja ein oder zwei Videos draus machen. Müssen wir mal schauen. So, drinnen sind wir. Taschenlampe ist schon am Start. Soll wohl das Schlachtkombinat oder der Schlachtbetrieb hier gewesen sein. Auf jeden Fall hier vorne schon mal gleich am Eingang der Sanitärbereich. Und wieder die sehr bescheidene Farbe, wie auch in der Tonhalle hier. So, weiter geht's. Oh, Schächte sind wieder offen. Lüftungsanlage, okay. Weiter gucken, werden aber wahrscheinlich überall nur die Sanitärbereiche hinten sein. Ja, Duschen, Waschbecken, Toiletten wahrscheinlich gewesen. Ja, Toiletten. Wenn wir mal in die andere Richtung weiter gucken. So, andere Richtung jetzt. Weiter. Große Tiefkühltüren auf jeden Fall. Oder Kühltouren. Auch noch ein bisschen was von der Lüftung zugemauert hier drüben. Kühllager. Und weiter sind wir. Hier drüben auch wieder ein Fahrstuhl. Heizungsraum. Alles extrem verwinkelt hier. Überall wieder nur Türen, Türen, Türen. Alles die fließt. Die Wände alle hier fließt. Fußboden in den Räumen hier fließt. Und alles extrem dunkel gehalten hier unten. Ach, werden wir mal schauen, was das hier wieder ist.
Aufzug, okay. Aha, weiter geht's hier hinten in der Ecke. Ich sag ja, überall völlig verwinkelt hier alles. Ständig irgendwelche neuen Türen. Riesige Halle hier. Einiges auf jeden Fall extrem zugesperrt. Läuft sich hier irgendwie wie auf Eiern. Ist auf jeden Fall schon mal ordentlich was gemacht worden, dass man von draußen nicht so reinsehen kann. Auf jeden Fall, wie gesagt, Schächte offen. Hängt einiges von der Decke. Wir werden noch mal nach drüben reinschauen. Würde ich mal sagen, ist der Eingangsbereich gewesen. Werden wir auch hier vorne nochmal durchschauen. Auf jeden Fall nebenan überall noch Betrieb. Müssen wir also gleich erstmal Taschenlampe ausmachen. Oh, hier riecht es nach Desinfektionsmittel. Sieht auf jeden Fall aus wie Eingangsbereich. Wir werden mal hochschauen. Mal gucken, was oben noch so ist. So, ein bisschen vorbeidrängeln. Extrem vermoost hier oben alles schon. Auf jeden Fall. Daher weiß man, die Decke undicht, überall schon Pflanzen. Also haben wir hier extreme Feuchtigkeit. Hier drüben, okay. Schlachtbereich, würde ich sagen. Auf jeden Fall gehen hier zwei Treppen hoch. Ja, wir werden uns mal ein bisschen umschauen hier. Ja, nach kurzem Umschauen hier rum. Wird das wohl eher eine Küche gewesen sein als irgendwie Schlachtung? Oder dementsprechend wurde hier alles schon verarbeitet. Aber ich würde eher sagen, ist Küche gewesen, Großküche. Relativ dicke Türen, also wahrscheinlich Kühlhaus. Hier ist der Fahrstuhl, den wir unten gesehen hatten. Ja, auf dem Nachbargrundstück überall Fahrzeuge. Und weiter geht's. Hier wird es auch wieder ein bisschen dunkler. Wo ja hier oben das echt eigentlich auch aussehen könnte, als wäre hier geschlachtet worden. Weil überall Kühlzellen, alles defließt. Hier vorne, mal schauen, geht das Treppenhaus runter. Haben wir vorhin von unten auch gesehen. Ein, zwei Treppenhäuser.
könnten doch echt hier oben alles Schlachtbetrieb gewesen sein, so wie es angegeben worden ist. Jetzt sind wir wieder da angekommen, wo wir vorhin hochgekommen sind. Wieder die sehr gute Trennwand, die Holztrennwand. Hier drüben auch nochmal. Sind wir am vorderen Bereich angekommen, wo wir davor gewesen sind, wo die ganzen Pflanzen hier überall rumstehen und liegen. Hier drüben auch nochmal so eine Holztrennwand. Sieht da drüben alles so ein bisschen aus wie ein doch sehr bekanntes Krankenhaus. So, kurz Kopf einziehen. Auch hier so vom Weg her überall Treppenhäuser, die ich von unten gar nicht gesehen hatte. Überall Kühltruhen oder Kühldurchgänge. Ganz Kabel von der Decke. Wenn hier drüben mal noch weiter gucken. Ja, so ein riesiger Saal hier. Ihr sagt, hier drüben die ganzen Holztrennwände, die man so aus, sag ich jetzt mal, DDR-Zeiten noch kennt. Der ein oder andere. Dass man die Räume unterteilen kann. Zum Schluss würde es wahrscheinlich hier so ein riesiger Bereich sein. Mit Tresen genau da in der Mitte. Auf jeden Fall ist das hier alles ein Bereich, wo definitiv mal geschlachtet bzw. auch gekocht worden ist. Hier drüben schon mal die anderen Gebäude noch. Wir gehen genau den Weg wieder zurück, den wir gekommen sind. Vorne durch die Tür. Schauen aber hinten in der Ecke noch mal nach, was wir da noch vielleicht haben. Ja, hier hinten geht es noch auch noch mal so ein bisschen durch. Wahrscheinlich noch mal so ein bisschen Hygienebereich. Hier ist ein bisschen dunkler wieder. Taschenlampe ist an. Okay, hier ist Lüftung, Abzug, irgendwas in die Richtung. Geht wieder das Treppenhaus runter, wahrscheinlich da, wo ich vorhin reingekommen bin. Okay, hier hinten jetzt hoch die Etage, wahrscheinlich noch so ein bisschen. Und dann kommen wir hier wieder an, wo es so aussah, als würde hier, wie gesagt, geschlachtet werden. Vom Prinzip her könnte man sich das gut vorstellen. Durch die Fahrstühle, hier oben Zerlegung und dann den Weitertransport, die großen Säle für Lehrgänge und so weiter. Oh ja, dann schauen wir unten gleich noch mal ein bisschen. So, geht jetzt mal wieder runter. Unten hier angekommen, laufen wir erstmal so ein bisschen hier durch. So, so einen Nebenausgang gefunden. So, mal schauen, ob wir da rauskommen. Ah, hier drüben ist so ein Nebenausgang erstmal, welcher aufs Geländer führt. So, wir sind erstmal jetzt auf dem Geländer angekommen, durchs Gebäude. Ja,
kann uns hier noch ein bisschen umschauen. Ja, wie gesagt, die Unterlagen hier drüben auf jeden Fall. Ach du heilige Scheiße. So, sind soweit erstmal durch den Schlachtbetrieb hier hinter mir durch. Gehen jetzt noch weiter aufs Gelände. Aber hiermit beende ich jetzt erstmal das Video von dem Schlachtkombinat, Schlachthaus, wie auch immer. Ich hoffe, dieser kleine Einblick in das Gebäude hat euch erstmal gefallen. Nächstes Video wird kommen, wahrscheinlich mit dem Firmengebäude und dem Labor. Hoffe ich natürlich, dass ich da reinkomme, denn auch damit wieder viel Spaß. Ich denke mal nächsten Sonntag, aber es geht erstmal darum, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Däumchen da, gerne auch einen lieben, netten Kommentar. Das Abo nicht vergessen, wer noch keins hat. Und wir freuen uns hoffentlich alle zusammen auf das nächste Video nächsten Sonntag, 19 Uhr. Und bis dahin.